Du hast eine Idee, weißt aber nicht, wie du ein Unternehmen daraus jetzt aufbauen kannst? Dann bist du in dem Video hier genau richtig. Bleib auf jeden Fall dran, es lohnt sich, denn es kommen noch zwei Top-Seller, die dir ihre Top 3 Practices mitgeben, wie man richtig gut verkaufen kann. Grundvoraussetzung für jedes Unternehmen ist eine gute Idee, ein Produkt, das den Kunden zufriedenstellt oder irgendeinen Mehrwert bietet oder ein Problem löst oder irgendwie einen Lifestyle verbessert oder ein Feeling vermittelt. Es gibt verschiedene Ansätze von Produkten, Unternehmen und Dienstleistungen, die am Markt funktionieren und anerkannt werden, dass die Umsatz machen, dass die langfristig erfolgreich werden und so weiter. Nicht jedes Produkt ist in jedem Auge des Kunden sinnvoll. Also es gibt immer Zielgruppen, die man bedienen muss, es gibt ja Probleme, die man lösen muss, aber nicht jeder Mensch hat die gleichen Probleme und Themen, die man da behandeln muss. Deswegen ist es extrem wichtig, dass du für dich entscheidest, in welchem Bereich fühlst du dich wohl. Man könnte jetzt meinen, so hey, ich mache viel Sport und jogge gerne, ich verkaufe jetzt Jogging-Schuhe. Das ist grundlegend ein guter Gedanke, aber auf der anderen Seite, die Gründer von Nike zum Beispiel, die waren jetzt so die Chips- und Popcorn-Kollegen aus dem Kino und haben halt die Sportschuhmarke aufgebaut. Die haben halt einfach Bock gehabt, so ein Produkt zu entwickeln für die Leute. Das muss nicht immer das sein, was du gerne selber auch nutzt, sondern es muss einfach das sein, wo du für dich interessierst und auch langfristigen Mehrwert siehst. Wenn du jetzt keine Idee hast oder keine Ahnung hast, was du machen sollst, aber du willst Unternehmer werden, ja, dann würde ich dir auf jeden Fall den Tipp geben, dass du nicht direkt Unternehmer wirst, sondern erstmal so reinschnupperst bei verschiedenen Firmen, die dich so ein bisschen antriggern und dir einfach dann mal die Branchen anschaust, um eine Entscheidungsfindung zu treffen. Aber grundlegend ist es so, wenn du eine Idee hast, zu der du stehst, die dich interessiert und die dir auch Spaß macht und ein Stück weit Spaß machen sollte es am Anfang schon. Es gibt natürlich immer wieder Ups and Downs, irgendwann hat man keinen Bock mehr, diese Phase kommt immer. Und das ist so der meiste Break-Up-Point von den Firmen, weil die Leute nicht durchziehen an dem Punkt und sagen so, ey, das ist nichts für mich, ich höre auf. Da musst du weitermachen und zum nächsten Level kommen. Aber grundlegend über alle Projekte und Ideen hinweg, die man so haben kann, ist das Wichtigste überhaupt, dass du gut verkaufen kannst. Es geht nicht nur darum, das Produkt zu verkaufen. Es ist nicht so, ja, ich klopfe an der Tür und sage dem Kollegen, hey, kauf mal. Das könnte gut sein für dich. Sondern auch, du musst dich verkaufen können. Die Leute müssen dich als Person wertschätzen. Die müssen dir das Vertrauen gegenüber geben, dass sie dein Produkt kaufen. Die müssen dich unterstützen. Die müssen dir einen Mehrwert in dir als Person auch sehen und nicht nur im Produkt. Das ist wichtig, dass du verkaufen kannst auf allen Ebenen. Auf deiner Ebene, wie du kommunizierst, auf der Ebene, wie das Produkt beim Kunde ankommt und so weiter. Die Grundvoraussetzung überhaupt ist aber diese, dass du ein sehr gutes Produkt hast, das dem Kunden auch einen Mehrwert bietet. Ein Handy von der Marke X passt für die Leute, von der Marke Y für die Leute. Du musst halt irgendwie eine Zielgruppe dir raussuchen und ansprechen, aber ein Produkt, so eine eierlegende Wollmilchsau, die für alle passt, ja, das gibt es eigentlich nicht. Man muss sich schon irgendwie eine Nische raussuchen und mit dem Produkt, mit der Dienstleistung einen Mehrwert oder ein Problem lösen für einen gewissen Avatar-Kunden. Und wenn man das gewährleistet hat und hinkriegt, dann läuft es eigentlich in der Regel, wenn man das Ding auch gut verkaufen kann und bei den Tipps nicht aufgibt. Aus der Vergangenheit Erfahrungen von 7 Plus Club in Bezug auf, wie bringe ich ein Unternehmen auf den Markt. Ja? Und zwar war das so, ich habe ein paar Kunden und Bekannte angerufen, oder ja, Kunden waren es damals noch nicht, aber wir haben 7 Plus Club vorgestellt, hatten einen kleinen Vertrauensvorschuss und dann irgendwann haben die gesagt, so hey, geile Idee, let's go, wie viel ist es dir wert und so weiter. Das hat sich halt alles so entwickelt. Am Anfang musst du halt mit irgendeinem Preis rausgehen und dann entwickelt sich das Ganze so. Man kann das Produkt mit dem Kunden zusammen weiterentwickeln. Das ist zum Beispiel auch ein riesen Value-Add, wenn du zum Kunden sagst, so hey, guck mal, du bist der Erste, weißt du das eigentlich? Ich weiß es sehr wert zu schätzen, dass du der erste Kunde bist, der mir das Vertrauen gegenüberbringt. Und ich möchte mit dir zusammen das Produkt so entwickeln, dass du langfristig Kunde wirst und bleibst und einen Mehrwert davon hast. Und wenn den Kunden das bewusst ist oder den Leuten das bewusst ist, sind die da durchaus zu bereit und freuen sich halt auch. Dementsprechend ist es gar nicht schlecht, wenn man da anfängt, ein gutes Bild hinterlässt und dann einfach mal anfängt und zusammen mit dem Kunden auch gerne, wenn er weiß, dass er der Erste ist, zusammen das Produkt so entwickelt und baut und ein bisschen rumschraubt, dass es für ihn passt. Aber das Wichtigste ist, dass man halt gut verkaufen kann, wenn das Produkt langfristig ein Problem und einen Mehrwert bietet. Jetzt gehen wir mal gucken, wo der Kollege ist. Philipp? Servus. Es geht. So Philipp, wir sind jetzt gerade zu dem Punkt gekommen. Das Wichtigste ist, wenn man ein Produkt hat, das einen langfristigen Mehrwert bietet und ein Problem für den Kunden löst, muss man halt gut auch verkaufen können. Weil das beste Produkt bringt nichts, wenn man es nicht verkaufen kann. Was sind deine besten drei oder deine Top 3 Practices, how to sell something? Sehr, sehr wichtiger Punkt. Für mich persönlich Nummer 1,
absolute Begeisterung. Das bedeutet, du musst überzeugt sein von dem, was du verkaufst. Zweiter Punkt, für mich ganz, ganz wichtig, den Mehrwert zu kommunizieren. Viele Leute haben ein geiles Produkt, können aber gar nicht den Nutzen, den Mehrwert für den Käufer kommunizieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Und Punkt 3 geht so über von Punkt 2, diesen Nutzen einfach, klar, on point rüber vermitteln, dass der Gegenüber sofort sagt, absolut, das brauche ich. Und wenn man die Sachen jetzt alle sich verinnerlicht hat und so weiter, wie kriegst du den Kunden geclosed? Also einfach so die drei Sachen sagen und dann läuft's, oder ist da noch ein bisschen mehr erforderlich? Sehr lustiger Punkt, hätte ich fast gesagt. Einfach mal die Frage zu stellen, Herr Kunde, wollen wir einfach starten? Wollen wir genau jetzt starten? Weil wenn er keine Lust hat, wird er es genau jetzt sagen. Und das Bild, was ich im Kopf habe, bevor wir immer an der Wasseroberfläche rumschwimmen, lass uns gleich bis an den Grund runtertauchen, dann haben wir einen kompletten Übersicht. Also einfach die Frage stellen, Herr Kunde, was halten Sie davon, wenn wir starten, und zwar genau jetzt? Dann weißt du nämlich Bescheid, so lohnt es sich dran zu bleiben oder nicht. Absolut. Weil immer das Rumgeeiere und mal schauen und kommen, wir gucken mal, ob das klappt, beziehungsweise ob wir starten, das bringt dem Kunden keine Punkte, das bringt dem Verkäufer keine Punkte, du verlierst Zeit. Und am Ende geht es im Verkaufen immer um Klarheit. Um Klarheit, um Klarheit, um Klarheit. Und das ist ganz wichtig und das bekommst du mit der Frage raus, Herr Kunde, wollen wir starten? Geil. Produktentwicklung ist extrem wichtig, aber das Ding ist, wenn du dich halt zu sehr in die Produktentwicklung verliebst und nur dein Produkt immer besser machst und geiler und so weiter, da hat noch niemand einen Wettbewerb gewonnen. Du musst irgendwann rausgehen mit dem Produkt an den Markt, das Produkt vermarkten, verkaufen und dann kannst du eine Firma aufbauen und Umsatz generieren. Das ist extrem wichtig zu verstehen. Du musst irgendwann mal rausgehen, wenn das Produkt noch nicht ganz perfekt ist, kannst du es immer noch verbessern und optimieren. Aber wenn du nicht rausgehst, kannst du kein Unternehmen aufbauen. Du kriegst dann auch Feedbacks, dann zum Beispiel, wenn du rausgehst mit dem Produkt, wenn es noch nicht ganz fertig ist. Vielleicht ist es in deinen Augen ja fertig, vielleicht hast du es 100-mal optimiert. Dann gehst du raus, bekommst von den Kunden nochmal ein Feedback. Das hast du gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil das irgendwie erst in der Praxisanwendung oder in der Benutzung aufpoppt. Deswegen ist es extrem wichtig, rauszugehen, so ein paar Kunden zu haben. So deine raving Fans, die mit dir eng zusammenarbeiten, das Produkt nutzen und dir auch die Feedbacks geben, damit du als Unternehmer oder als Unternehmen die Feedbacks in deine Produktentwicklung einfließen lassen kannst. Hola! Hola. Hola. So, Nico, was sind deine Top 3, deine Best Sales Practice? Also, das erste ist, effektiv zu kommunizieren, und dazu gehört im ersten Schritt mal richtig zuzuhören, also aktiv zuzuhören. Weil nur dann kann ich verstehen, was ist der Bedarf oder das Bedürfnis des Kunden und kann darauf eingehen und dann vor allem auch die richtigen Fragen zu stellen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist Schlagzahl. Also eine Quantität drauf zu bringen, vor allem auch auf die richtige Zielgruppe, weil es bringt nichts, wenn ich mit den falschen Leuten spreche. Und genau, also mit der gewissen Quantität, die meisten Leute, die sprechen halt mit zu wenig Leuten. Also man muss einfach mit wirklich vielen, vielen Menschen sprechen und eben auch mit den richtigen. Ja, und der dritte Punkt ist dann eben, ja, würde ich sagen, Verhandlungsgeschick. Also auch hier zu verstehen, was ist das Bedürfnis des Kunden, darauf einzugehen und dann am Ende einen Win-Win zu schaffen und dann auch richtig mit dem Kunden verhandeln zu können und ihn abzuschließen. Vor allem dann auch den Sack zuzumachen. Ja, das sind die drei Punkte. Danke dir. Dann fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, was wir jetzt in dem Video gesagt haben. Und zwar, wenn du eine Idee hast und ein Unternehmen aufbauen willst, muss die Idee so sein, dass du Bock drauf hast, dass die Idee eine ist, die zu dir als Person passt, die den Kunden und irgendeinem potenziellen Kunden einen Mehrwert liefert. Und du musst auf jeden Fall Lust darauf haben. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass du da Lust drauf hast, dass du dich damit committen kannst, damit du das auch gerne machst und dass du damit Probleme löst oder einen Mehrwert bietest. Und wenn du das hast, dann fängst du an, das Produkt zu bauen oder zu entwickeln oder die Dienstleistung. Und dann das Wichtigste, man muss rausgehen, verkaufen, die Sachen anwenden, die wir eben von den zwei Jungs gehört haben, um zu sehen, wie kommt es an am Markt, weil nur wenn du rausgehst und das Ding vermarktest mit den Best Practices, die wir eben gehört haben, kriegst du auch Feedbacks zurück vom Markt, was passt nicht so ganz, vielleicht was ist gut, was ist schlecht, was kann ich noch anpassen, damit das Produkt noch besser ankommt, und dann kann das Unternehmen anfangen zu wachsen und let's go.